Der Eurovision Song Contest aus Oslo. Hier ist Peter Urban. Ich freue mich wirklich sehr, Sie heute zum Finale begrüßen zu können. Guten Abend nach Deutschland. Und hier hat alles angefangen. 1956 im schweizerischen Lugano. Mit musealen Fernsehempfängern. Papi, non funziona! Che cavolo devo fare? Eh? Ecco, perfetto. Vedi, figliolo, adesso ci divertiamo. Und weiter ging der Weg. Nach Brighton zu Abbas Triumph. Und weiter in der Grand Prix-Geschichte. Bis 2009 in Moskau. Dann ging's 2010 nach Norwegen. Zu den Bergen, zu den Fjorden, zur Osloer Oper, dem Holmenkollen und bis zur Telenor Arena in Bærum, einem Vorort von Oslo. Und da sind wir mit 18.000 begeisterten Zuschauern, Fans aus ganz Europa und sogar die königliche Hoheit ist da. Kronprinz Håkon und seine Frau Mette Merit. Es ist ein denkwürdiger Song Contest. Selten war das Interesse in und außerhalb Deutschlands größer. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit 25 Songs und auf Lena, unseren Star für Oslo, die in kürzester Zeit es geschafft hat, die Sympathien der Menschen aller Altersgruppen in Deutschland zu gewinnen. Von der Vorschülerin bis zur Großmutter. Auch hier in Oslo und in vielen anderen Ländern hat sie viel Anerkennung und positive Resonanz gefunden. Aber wie die 130 Millionen Zuschauer von Irland bis Armenien, von Großbritannien bis Lettland abstimmen werden, das kann man nicht voraussagen. Wir wünschen uns natürlich einen guten Platz, aber eine Garantie gibt es beim Eurovision Song Contest nie. Gute Wünsche aus ganz Europa. Share the moment, diesen Augenblick gemeinsam zu verleben, das ist das Motto dieses Mega-Ereignisses. Der Song Contest wird in den Familien Europas geschaut. Unter Freunden, auf Partys, man bangt, leidet, lacht und freut sich zusammen. Und hier grüßt der letztjährige Sieger, Alexander Rybak. Und da ist er live mit Fairy Tale. Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. One, two, three, come on! Keep singing! Mm-hmm.
Sein märchenhafter Triumph. Und das sind unsere Gastgeber, die Sängerin und Fernsehmoderatorin Hadin Jai, ihr Kollege Erik Solbakken und Norwegens bekannteste TV-Journalistin Nadia Hasnaui. Ladies and Gentlemen, Alexander Rybak! Der Mann, der den größten Sieg der Grand Prix-Geschichte einfuhr. To the final of the 55th Eurovision Song Contest. Bonsoir l'Europe et soyez les bienvenus au 55e concours Eurovision de la chanson. Kjære Norge, ett års ventetid forbi. Velkommen til finalen i Eurovision Song Contest. Riesenbegeisterung hier in der Telenor Arena in Oslo, oder bei Oslo muss man ja beinahe sagen. Große Stimmung. In dieser Woche wurden in zwei Semifinals 20 Finalisten gewählt. 5 Songs waren schon gesetzt aus Spanien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Und natürlich aus dem Gastgeberland Norwegen. Also streiten 25 Länder um den Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Deutschland hat übrigens die Startnummer 22. We would like to take this opportunity to thank last year's host country, Zibaziba Russia. Der Dank gilt Moskau für den letztjährigen Wettbewerb. Und eine Neuigkeit: Sie dürfen schon am Anfang abstimmen, Sie müssen nicht bis zum Ende der Show abstimmen, sondern Sie können gleich anfangen. In wenigen Minuten werden die Leitungen freigeschaltet. Greece, Finland, Serbia, Russia and Norway. Und das waren die Gewinner seit der Jahrtausendwende. Heute entscheiden auch Sie über den nächsten Sieger. 50% der Punkte werden durch Anrufe oder SMS ermittelt. Die andere Hälfte verteilt in jedem Land eine Jury aus prominenten Musikexperten. Und so stimmen Sie ab. Wenn Sie telefonieren, dann mit der Rufnummer 01371-0300 und dann hängen Sie die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten an, von 01 bis 25. Und per SMS dann bitte die Endziffer als Botschaft eintippen und abschicken an die Kurzwahl 40100. Aber bitte keine Namen oder keine Länder, sondern nur die Endziffer. Und Sie dürfen natürlich nicht für Ihr eigenes Land abstimmen, so gerne Sie vielleicht Lena wählen würden. Sie dürfen es nicht. Es sei denn, Sie können mal kurz über die Grenze. Perfect, we are ready. We have a big show ahead of us. Is the audience ready? Are the commentators ready? Ja, okay, auch die Kommentatoren sind bereit. Und natürlich soll der beste Song gewinnen. Und jetzt geht's los. Und Sie können anfangen zu wählen. Schweden ist ja seit vorgestern sensationell im Semifinale ausgeschieden. Aber diverse Schweden sind weiter im Wettbewerb als Songschreiber. Wie Anders Bagge, der mit Madonna oder Céline Dion gearbeitet hat. Seine neueste Kundin ist die 17-jährige Safura, die große Hoffnung Aserbaidschans. Dort fließt reichlich Öl, daher spielt Geld keine Rolle. Der Produzent aus Schweden, dazu aus den USA, Beyoncés Choreograf und eine italienische Kleiderkreation mit eingebauten LED-Lichtern, die man aber auf der hellen, glitzernden Bühne kaum erkennt. Musik gibt's auch. Drip Drop. Safura für Aserbaidschan. Die Startnummer 1. I can tell when you lie, I can tell you stop trying. And these last 3 weeks passed and we barely talked. I think I know and it's breaking my heart. Am I in or am I out? Can I love you forever through this? Can I try?
Safura. Ein paar Strasssteine hätten es doch auch getan. Ihr LED-Kleidchen soll auch noch pieksen, hat sich Safura beklagt. Vielleicht kam daher der etwas starksige Gang. Aber sie war die große Favoritin. Ob sie das erfüllen kann? An Start Nummer 2, ein Land der großen vier, die nicht ins Semifinale mussten, Spanien. Den spanischen Vorentscheid Destino Oslo gewann der Sänger und Schauspieler Daniel Dijes mit einem Walzer, der auf wunderbar altmodische Art Jahrmarkt- oder Zirkusatmosphäre versprüht. Der lockige Daniel, gerade zum besten Musical-Darsteller Spaniens gekürt, wird auf der Bühne auch prompt von Clowns, Harlequin und Balletttänzerin unterstützt. Tauchen wir ein in die nostalgische Zirkuswelt des Daniel Dijes. Algo Pequeñito für Spanien. Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, no decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, tu pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen estarder. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora sí me das, que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión de Wunder, dass Daniel Dijes ein bisschen durcheinander war. Das haben wir ja noch nie erlebt. Ein Fan hat sich hier auf die Bühne geschlichen und hat kurz mitgetanzt, bis er dann runtergeschmissen wurde. Also unfassbar. Ein sympathischer Wuschelkopf und ein sehr guter Sänger. Und sein richtiger Begleitsänger, der war ja richtig feurig. Puh. Jetzt die Nummer 3. An guten Stimmen mangelt es heute nicht. Denn schon steht der Titelverteidiger am Start. Normalerweise will ein Siegerland schon aus Kostengründen nicht unbedingt gleich wieder den Preis gewinnen. Bei den Norwegern hat man diesen Eindruck nicht. Sie suchen sich als Nachfolger einen brillanten 22-jährigen Tenor, Didrik Sulitangen, aus, der gerade seine klassische Gesangsausbildung mit einer glatten 1 absolviert hat. Er singt die feierliche romantische Hymne My Heart Is Yours. Welch zotige Abwandlung des Titels hier in Oslo kursieren, möchte ich Ihnen an dieser Stelle ersparen. Auch Norweger haben Humor. You are like a sunset
behind a mountain somewhere. And when I cannot see you, I know you're still there. Because my heart is yours, I'll never leave you. Though we are far apart, is never gone. I feel it rise again through it all. Now my heart is yours. You say beeindruckende Stimme, wenn auch heute nicht so strahlend, wie er bei den Proben war. Nervosität hat sich doch ein wenig breit gemacht hier. Die volle Halle, das merken die Sängerinnen und Sänger schon. Aber trotzdem ein Mann mit großer Zukunft für Norwegen, Didrik Solli-Tangen mit der Startnummer 3. Sie haben schon gemerkt, vor den Songs sehen wir die Umrisse des jeweiligen Starterlandes entstehen und dann wie ein Gespenst verschwinden. Dazu gibt's Bilder aus dem Land und einen Blick hinter die Kulissen auf die Musiker aus Moldau gleich, dem ärmsten Land Europas. Da haben sich Künstler zusammengerauft, die in den vergangenen Jahren beim Vorentscheid immer scheiterten. Zusammen waren die Band Sunstroke Project und die Sängerin Ulia Tira, aber in diesem Jahr nicht aufzuhalten, auch nicht im Semifinale von Oslo. Ulia Tira wurde übrigens 1988 in Potsdam geboren, als Tochter eines Offiziers der Roten Armee. Runaway, Moldau.
Monstrux Project und Oleatira, die moldawische Version von Lady Gaga. Und ihre blassen Jungs mit einer schrillen Eurodance-Nummer, die aber hier im Saal super ankam, muss man sagen. Nun zu Start Nummer 5. Wie kommt ein Sänger aus Wales dazu, beim Song Contest für Zypern anzutreten? Die zyprischen Komponisten hatten von John Lilligreen aus Newport in Wales gehört und ihn engagiert. Der gute John erzählt, dass er in der Unterhose auf seinem Bett saß, als der entscheidende Anruf kam. Die Badehose war schnell eingepackt, denn mit einer speziell zusammengestellten Band, die passenderweise Islanders heißt, wurde auf Zypern geprobt. John Lilligreen and the Islanders für Zypern. Life looks better in spring. Changes everything, even you and I have changed. The rain, the winter, spring has made us fade away. I still remember everything, that old December, the fears, the cold. I really wonder how you feel on these nights all alone. Why up someday you'll see me, someday you'll spot me in the crowd, take my hand and kiss to me. Why hope someday you'll say my name out loud. Tell me about your feelings, tell me about your stories. Look into my eyes and come on closer, make me immortal with a kiss. Tell me about your feelings, tell me about your stories. We know it's over, so tell me it's over, and life will be better in spring. Time changes everything, yet this feeling, it still remains. The sweetness of the lips I kissed will always feel the same. Why hope someday you'll see me? Why hope someday you'll spot me in the crowd? Smile and say you missed me. Why hope someday you'll say my name out loud? Tell me about your feelings. Tell me about your stories. Look into my eyes and come on closer. Make me immortal with a kiss. Tell me about your feelings. Tell me about your stories. We know it's over, so tell me it's over. And life will be better. It's tell me about your feelings. Tell me about your stories. Look into my eyes and come on closer. Tell me it's over and life will be better in spring. Für Zypern, John Lilligreen and the Islanders, ein netter Titel. Und er klingt wie irgendein vertrauter Oldie, aber ich weiß nicht welcher. Aber damit hat sich Zypern überraschend ins Finale gespielt. Das Halbfinale überstanden hat auch Bosnien-Herzegowina. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Der bosnische Sänger Vukašin Bradić wollte eigentlich Lehrer werden, aber der Drang zum Musiker war doch stärker und jetzt mit 26 scheint es keinen Weg zurückzugeben. Ob die Karriere aber die Grenzen der Balkanregion überschreiten wird, hängt hauptsächlich von heute Abend ab. Vuki Bradić, so sein Spitzname, versucht's mit einer Rocknummer und Donner und Blitzen. Thunder and Lightning. Say another word and you will make it, and I will leave this place only after.
to me. We're each other's better side these days. This is the time to melt the ice off our lips and off our hearts. Thunder and lightning holding hands. Let's overcome the past. Bosnien-Herzegowina mit der Nummer 6. Ich muss zugeben, es hat schon kreativere Hardrock-Nummern in der Rockgeschichte gegeben. Aber fürs Finale hat's gereicht. Hier ist der Song Contest. Anrufen können Sie jetzt schon. Die Nummer sehen Sie immer eingeblendet. Oder Sie simsen. Lena ist mit Nummer 22 dran. In den letzten Jahren ist Belgien stets am Finale vorbeigerutscht. Da kommt diesmal ein junger Musiker allein mit seiner geliebten Gitarre. Und alle horchen auf. Tom Dice nennt er sich. Er singt einen folkigen Song in einer sehr erfolgreichen Musiksparte, die beim Song Contest aber selten vorkommt. Singer-Songwriter. Erinnern Sie sich noch an die Gebrüder Olsen in Stockholm? Als ein gewisser Stefan Raab Fünfter wurde, mit denen hatte auch keiner gerechnet. Also freuen Sie sich auf Tom Dice aus Belgien mit Me and My Guitar. Tom, this has gone too far. But I'm not afraid to chase my dreams. Just me and my guitar. No one may ever know the feelings inside my mind. Because all of the lines I ever write are running out of time. I should get the 9 to 5, but I don't wanna let it go. There's so much more to life. Tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay. I say, and when darkness falls on the stars, where is he? Just me and my guitar. I'm sure they'll find my way.
Cause I'm not afraid to try. Even a world of alone and hope can guarantee that prize. Come on, Oslo! So maybe I should give the 9 to 5. But I don't wanna let it go. There's so much more to life. No, tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay before I fall. And no, no, tell me they'll play my songs. And tell me they'll sing the words I say. Was für eine Vorstellung. Der Szenenapplaus hat ihn so richtig locker gemacht. Das habe ich selten erlebt beim Song Contest. Das ist sicherlich kein Geheimtipp. Kein Geheimtipp mehr. Mensch, ach, aufregend. Natürlich klingt er ein wenig wie James Blunt, aber das ist doch nichts Schlechtes. Aber einen flotteren Haarschnitt hätten sie ihm doch verpassen können. Das muss ja dann nicht so aussehen wie bei der beim Monster Pony des serbischen Sängers Milan Stankovic. Die Serben hatten den Song Contest 2010 zur nationalen Aufgabe erklärt und ihren international erfolgreichsten Komponisten Goran Bregovic motiviert, einen Pionier des Balkanpop. Bregovic schrieb den Song, das Publikum wählte den Sänger, dieses androgyne Wesen, das sie gerade sahen. Er ist in Serbien schon unglaublich beliebt. Ovo je Balkan, auch das ist der Balkan. Milan Stankovic für Serbien.
Stefan Stankovic. Eine tolle, fröhliche Tanznummer, die in allen Clubs Europas laufen wird. Aber dieses Outfit und dieser Pony, mit dem in Belgrad schon eine Menge Jungs und Mädchen rumlaufen sollen. Von Milan gibt's dort sogar schon Panini-Bilder. Thanks to Milan from Serbia. Well, as you maybe you saw, Spain was disturbed during their performances. Ja, das verkündet Nadia jetzt. Spanien darf noch einmal auftreten. Nach Nummer 25 kommt also noch mal Spanien wegen dieser Störung auf der Bühne. Das finde ich sehr, sehr richtig. Wissen Sie übrigens, dass es keine Unterhaltungsshow auf der Welt gibt, die mehr Zuschauer hat als der Song Contest? Den Song Contest sehen mehr als 120 Millionen Menschen. 20 Millionen mehr als das amerikanische Football-Endspiel, die Super Bowl. Und übrigens ständig frisch informiert über den Song Contest werden Sie auf unserer Website eurovision.de. Blogs, die Geschichte, Anekdoten, Aktuelles, wie zum Beispiel die Tanzmoves, die Sie in einer Stunde etwa beim großen Eurovision Dance brauchen, bei dem Sie unbedingt mitmachen sollten, ob im Wohnzimmer oder auf den Partys. Jetzt geht's weiter mit Weißrussland. Dort bestimmte das vom Präsidenten kontrollierte Staatsfernsehen wiederum die Auswahl für Oslo. Drei Damen und zwei Herren bilden das Quintett 3 plus 1. Und seltsamerweise sind drei davon Mitglieder des Präsidentenorchesters. Sowas gibt's. Verstärkt werden 3 plus 2 vom bekannten schwedischen Musiker Robert Wells am Piano. Thema des sehr romantischen Liedes sind Schmetterlinge. Nachtigall, ich hör dir trapsen. Weißrussland, Butterflies. So fragile, just like melting snow. We'll get to come to see the beauty, love, and the magic, and the magic, just the magic. And we like butterflies flying to the sun. The sun will never let us look inside. I believe that this be opened up. But it's the right time. Heartfully just wait for it. It's will come. And never need wrong. And you deny that miracles possible, but you have got to see anyway. Come on.
Kitsch as Kitsch can. Ist denn schon Dezember? Eine Menge Weihnachtsschmuck im Mai. Süßer die Flügel nicht schlagen. Irland möchte nach einigen Pleiten in den vergangenen Jahren wieder an die glorreichen 90er Jahre anschließen, als man viermal siegte. Also wurde die Siegerin von 93, Niamh Kavanagh, reaktiviert. Die Lady hatte nach ihrem Grand Prix-Triumph nur zwei Alben produziert und hatte sich statt um Karriere lieber um die Familie und ihre zwei Kinder gekümmert. Das Comeback hat die heute 42-Jährige wenigstens bis ins Finale geführt. Geht der Weg auch noch weiter? Für Irland, Niamh Kavanagh, It's For You. Diesen letzten Ton hat sie bei keiner Probe bekommen, aber heute Abend, das ist ein Profi. Die strahlende Niamh Kavanagh, oder ist es doch Iffy Zenker aus der Lindenstraße, die nach Irland ausgewandert ist? Natürlich klingeln einem bei dem Song gleich Erinnerungen an die Filmmusik von Titanic in den Ohren, was ja keinen Untergang bedeuten muss. Ab in den Süden, Sie erkennen es, Griechenland, das einen traditionelleren, typisch griechischen Beitrag nach Oslo geschickt hat. Georgios Alkeos ist einer der erfolgreichsten Musiker des Landes, hat 20 Alben produziert, etliche wurden mit Gold oder Platin dekoriert. Für Antique und Elena Paparizou hat er Hits wie Oppa Oppa geschrieben und jetzt ist er selbst dran und hat einfach ein Oppa weggelassen. Mit Großpapa hat das nichts zu tun. Das heißt einfach, hey, los, Oppa! Oppa!
έκαψα το χθες. Νύχτες μου παλιές θρύψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φόνες, άδικες ευχές, και άφησα σε μια γωνία αδίκτες πληγές. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές, όνειρα και εφιάλτες ρίχνω στις φωτιές. Δάκρυα καυτά, ψέματα πολλά, μοιάζουν σαν που μηδενία που δεν βλέπω πια. Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές, κι από το μηδέν αρχίζω σ' ό,τι αν δεν θες. Δάκρυα καυτά, ψέματα πολλά, πλήρωσα όσα χρωστούσα και τα δανεικά. Leute sind fast auf den Stühlen, die Griechen trommeln, feuern und tanzen. Georgios sagt übrigens zur aktuellen Situation, dass die Wirtschaftskrise ohne Musik noch schlimmer wäre. Die Botschaft seines Songs, wir müssen zusammenhalten. Die Briten führen das weiter, was sie im letzten Jahr mit Andrew Lloyd Webber begannen. Unter der Überschrift Dein Land braucht dich wurden wieder prominente Komponisten in die Pflicht genommen. Mike Stock und Pete Waterman. In den 80er Jahren Väter der ersten Hits von Bananarama, Kylie Minogue, Jason Donovan oder Rick Astley. Nur hat man vielleicht nicht dran gedacht, dass die großen Erfolge der beiden über 20 Jahre zurückliegen. Ausbaden muss das ein junger Sänger aus Essex, der seine ganze Familie zur moralischen Unterstützung mit nach Oslo gebracht hat, Josh Dubowie. Auf ihm lasten nun die gesamten Hoffnungen des Vereinigten Königreiches. That sounds good to me, oder nicht? How do I begin to imagine all the happy faces I'd like to see? The final destination with sounds of celebration. If I could find the opportunity. So I wonder who can I turn to? Who can make these wishes and dreams come true? So if
aufwendiger Auftritt für ein sparsames Lied mit kleinen Kylie-Kopien im Background. Deren Schleier wurden übrigens von drei versteckten Bühnenarbeitern hochgeblasen. Warum die Briten immer noch auf diesen Boygroup-Trip sind. Der Song Contest aus Oslo. Und Hadi ist bei den Kompetitorenkabinen, die auf die obersten Ränge aufgesetzt sind. Wir haben Kabine 29. Hier ist sie bei der BBC. Da ist er in Kabine 14. Und man sieht die Nationalität, die Briten, wie sie so sind. No doubt. Hello. Hi, nice to see you. Nice to see you. Well done tonight. Thank you. You have a lovely view. It's beautiful, huh? Beautiful. Naja, you pay for this view. So gut ist der View nicht. Der Blickmann ist sehr, sehr weit weg von der Bühne. Aber anders geht's ja nicht in den großen Hallen. Drei Stunden sind nicht schlimm. Man hat ja zu tun und außerdem ist die Show gut, dann ist drei Stunden ganz kurz. Nur der Weg zur Toilette ist ziemlich weit. Eine Songlänge reicht nicht. And what about water, food, toilet? Well, Diederik from Norway, he gave us chocolates. In der Tat, der norwegische Sänger brachte Schokolade. I don't drink anything all day. Aber Wasser gibt's hier eben auch. Aber sein Bauch ist leer wie eine Brieftasche aus Island. Da haben sich die Isländer schon drüber beschwert. Nobody knows. And that's the great thing, you know. Everyone, you know, the people say, oh, that's the favorite to win. You never know. Man weiß einfach nicht, wer gewinnt, wie der typische Eurovision-Song aussehen soll. Es gibt sicherlich auch heute eine Überraschung. Der Eurovision Song Contest aus Oslo mit dem Motto Share the Moment. Teilen Sie diesen schönen Augenblick. Und weiter geht's mit Georgien. Nachdem Georgien 2009 in Moskau aus politischen Gründen pausiert hatte, kehrte das Land jetzt in den Contest zurück und marschierte ins Finale durch. Dass die georgische Sängerin Sofia Nisaradze Theatererfahrung hat, spürt man gleich, wenn man sieht, wie sie die Ballade Shine zu einem Mini-Musical werden lässt. Sofia studierte an der Russischen Akademie für Theaterkunst und überzeugte schon in mehreren Moskauer Musicalproduktionen, zum Beispiel mit der Hauptrolle in Romeo und Julia. Freuen Sie sich auf Sofia Nisaradze aus Georgien. Shine. Can never tell the color of a soul and the memories we keep from long ago. Do we ever really know each other's hearts? You can't go back to before, but tomorrow gonna turn, you will know. When it's cold, you're on your own, but you're never alone. Shine, shine like the stars in the sky. Wipe the dust of your love, let it shine. So when nothing's ever remember that.
da geht sie hoch. Und das hat sie verdient. Sofia Nisaradze aus Georgien. Wie kann man nur so gut singen, wenn man gleichzeitig von einer Seite auf die andere gewirbelt wird? Übrigens, diese Ballade wurde mal für Céline Dion geschrieben, die sie dann aber ablehnte. Gut für Georgien. Die Türkei bewies bei ihrer Grand Prix-Auswahl wieder Mut und wurde mit dem Finaleinzug belohnt. Nach dem traditionelleren Stil im letzten Jahr schickten die Türken 2010 wieder einen jungen, modernen Act, Manga, eine der bekanntesten Rockbands im Land. 2009 wurden Manga bei den MTV Europe Music Awards als bester europäischer Act ausgezeichnet. Hier kommt eine andere Farbe des ESC oder ESC, auch wenn auf der Bühne Schwarz und Weiß vorherrschen, Manga, We Could Be The Same. Das ist der Song Contest 2010. Manga, ein funkensprühender Auftritt, auch mit Hilfe vom weiblichen Robocop, der sich auch noch entblättern kann. Die Stimmung steigt. Noch 7 Songs, dann ist Lina für Deutschland dran. Zunächst nach Albanien, das seit 2004 am Song Contest teilnehmen kann. Am Dienstag gelang es dem Balkanland mit einem sehr amerikanisch klingenden Song das Finale zu erreichen. Oft hatte die heute 30-jährige Juliana Pascha versucht, das albanische Ticket zum Song Contest zu gewinnen. In diesem Jahr hat es geklappt. Sogar mit einer weiteren Chance heute Abend. It's All About You für Albanien. Something I need, it's me.
Mit einer Geige auf der Bühne. Im Finale sind aber nur noch drei Geiger übrig geblieben, denn in den Halbfinals gab es noch sieben Länder mit einer Geige auf der Bühne. Man dachte wohl, es gäbe mehr Punkte, wenn einer fiedelt. Bloß weil 2009 ein Geiger gewann. Vielleicht hatten die Zuschauer aber einfach genug davon. Der nächste Startplatz im Finale gehört der Insel, die in den vergangenen Wochen ganz Europa fast zum Stillstand gebracht hat, Island. Das entsendet diesmal eine Walküre mit dem klassischen Namen Hera Björk. Hier sehen wir sie. Schon mehrfach hat sie als Background-Sängerin die isländischen Songs begleitet. Zuletzt 2009 beim zweiten Platz in Moskau. Jetzt steht sie selbst vorne, zu Recht. Hera Björk und ihre Schwestern mit Je ne sais quoi. Aber der Song ist wie die meisten heute Abend in Englisch. Je ne sais pas.
unten tanzt alles. Powerful. Island ist ja für seine Naturgewalten bekannt. Vielleicht explodiert Hera ja auch noch später am Abend, aber dann vor Freude. Hera Björk für Island. Die Ukraine hat sich in diesem Jahr mit der Songauswahl für Oslo sehr schwer getan. Erst nach mehrmaligem Hin und Her entschied man sich für die 24-jährige Rocksängerin Alyosha, deren Song sich dann aber als Kopie eines amerikanischen Hits entpuppte. Also durfte Alyosha einen neuen Song einreichen, der dann mit Verspätung für den Contest gemeldet wurde. Egal wie der Titel kam, zustande kam überraschend, er kam überraschend ins Finale. Er heißt Sweet People. Mit einem geheimnisvollen Auftritt sehen wir Alyosha. Und wissen Sie, was die Kapuze soll? Für die Ukraine. Sweet People. Tumbles and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All these feelings take me down. It steals the things so dear. Yes, the message is so real. Don't turn all the earth to stone. Because this is your home. I'm here. This is your home. Starke Rockstimme und ein guter Auftritt für Alyosha und die Ukraine. Die Grand Nation zeigt sich in Oslo auf der Höhe der Zeit. Zum ersten Mal wird Frankreich beim Song Contest von einem afrikanischen Musiker repräsentiert. Der 27-jährige Jesse Matador stammt aus dem Kongo und heißt eigentlich Jesse Kimbangi. Er mixt afrikanische Einflüsse mit karibischer Musik, dem Souk der französischen Antillen und dem Dancehall-Reggae Jamaikas. Heraus kommt ein Sommerhit, der perfekt zur Fußball-WM passt. Aus Allé Ola Olé kann man schnell Allé Les Bleus Olé machen. Les Bleus sind natürlich Frankreichs Nationalteam. Und dass Jesse ursprünglich Tänzer war, sieht man nach 2 Sekunden. Frankreich.
faut te lever et bouger ton fessier. Dans ce col serré pour un baiser salé. Prends-moi par le côté, fais-moi ton déhanché. Là, là, ça va chauffer, je sens le truc monter. Eurovision Song Contest 2010 macht richtig Spaß, wie Sie sehen können. Gymnastische Übungen aus Pariser Vorstädten, aber ganz Frankreich tanzt dazu und vielleicht auch bald ganz Europa. Noch drei Titel, dann ist Lena dran. Jetzt erst Rumänien. Dessen jüngste Erfolgsbilanz beim Europäischen Song Contest war eher durchschnittlich. Nun hat man es mit dem Duo ins Finale geschafft. Paula Selling ist viermal knapp an einer Teilnahme gescheitert. Mit dem Sänger Ovi als Partner hat's funktioniert. Dieser gläserne Doppelflügel mit blinkenden Tasten spielt gleich bei ihrem Auftritt eine große Rolle. Beide spielen das Piano. Und das mit Feuer. Playing with Fire. Paula Selling und Ovi. Tonight
Das war der höchste Ton des Abends. Aber da wird ja posiert, bis die Schwarte kracht. Die Finalteilnahme für Rumänien war schon eine Sensation. Vielleicht hat ja die Latexkluft gewirkt. Aber in der Halle kam es super an. Für Russland startete 2010 eine ganz ungewöhnliche Band. Nach den überperfekt und aufwendig inszenierten russischen Auftritten der letzten Jahre hat man sich vielleicht gesagt, zurück zu den Wurzeln. Der Sänger und Komponist Peter Nalic wurde im Internet bekannt. Er scheint sich nicht sehr für Geld zu interessieren, denn er lässt seine Musik kostenlos herunterladen. Auf die glitzernde Bühne kommen er und seine Freunde wie ein Haufen Studenten im kalten russischen Winter mit einer kräftigen Ladung Liebeskummer. Und es schneit sogar. Lost and forgotten. Verloren und vergessen. Russland. Traurig, russische Seele im Gewand eines eher britischen Popsongs. Egal, ob Peter Nalic das ernst oder ironisch meint, es bleibt ein ganz schönes Lied. Noch ein Song, dann fliegt Lenas Satellit, dann ist sie dran. Aber erst sind wir im Green Room, dort, wo sich die Künstler aufhalten, die schon aufgetreten sind. Und dort sollen sie sich wohlfühlen. Frankreich nach dem tollen Auftritt. And Josh from the UK, are you feeling good? Da ist Josh. Wonderful. And Hera Björk from Iceland, you must feel at home. Und Hera Björk aus Island fühlt sich ganz bestimmt zu Hause mit diesem brennenden Ding. Very good. Ach, wie witzig. 20 songs have already been performed. Only 5 less. And Spain. 5 kommen noch, aber dann nochmal Spanien.
Und vielleicht ist ja da der Favorit dabei, der dann gewinnt. Bitte rufen Sie doch an. Die 01 371 0300 und dann die zweistellige Endziffer 01 bis 25 und dann SMS. Die Endziffer schicken an den 40100. Nur die Endziffer, keine Nachricht. Five songs to go. And then Spain will have another go. Listen carefully, because one of these might be your favorite tonight. Und weiter geht's mit Nummer 21, Armenien. Armenien nimmt erst seit 2006 am Song Contest teil und landete immer unter den ersten 10. Das ist auch dieses Jahr möglich. Sängerin Eva Rivas singt eine schöne Melodie über die Nationalfrucht der Armenier, die Aprikose. Deren Stein wird auch in der Fremde eingepflanzt, um an die Heimat zu erinnern. Ein Brauch, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Vielleicht sitzt daher bei Eva auf der Bühne der älteste Musiker, der jemals am Song Contest teilgenommen hat, der 83-jährige Javin Gasparyan, der Duduk spielt, die armenische Flöte. Eva Rivas für Armenien mit Apricot Stone. Child, Mama told me you should know our world is cruel and wild. But to make your way through cold and heat, love is all that you need. I believed her every word more than anything I heard, but I was too scared to lose my fall. I began to cry a lot, and she gave me apricots. Kisses of the earth, fruits of the sun. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it make its round. Apricot stone hidden in my hand, given back to me. Cherished fruit from my tree up to the sky. Once you wake my home goodbye, I just want to go back to my roots. Apricot stone hidden in my hand, given back to me from the motherland. Apricot stone, I will drop it down in the frozen ground. I'll just let it Haarverlängerungen so können. Eva Rivas eine spektakuläre Erscheinung, aber der hektische Bühnenzauber lenkte doch nur ab. Sie allein wäre Inszenierung genug. Aber jetzt Start Nummer 22, Deutschland. Am 1. Februar kannten Lena Meyer-Landrut nur ein paar Freunde und Mitschüler in Hannover. Dann folgte in knapp 4 Monaten der kometenhafteste Aufstieg der deutschen Popgeschichte. Von der Schulbühne zum Eurovision Song Contest.
vom souveränen Sieg bei Unser Star für Oslo zu 500.000 verkauften Singles und einem Album auf Platz 1 der Charts. Lena hat den unglaublichen Rummel gemeistert, ohne ihm zu erliegen oder sich zu verbiegen und ohne sich zu ernst zu nehmen. Sie hat viele Komplimente von ausländischen Musikern, Journalisten und Fans hier in Oslo bekommen und ist trotzdem cool geblieben. Jetzt gilt es und wir können nur noch die Daumen drücken. Viel Glück, Lena. Auf dem Tramplatz in Hannover wird jetzt gejubelt, genauso auf dem Spielbodenplatz auf St. Pauli oder bei Partys im ganzen Land. Vielleicht hat Lena ja auch die Hausfrau in Baku, den Banker in Lissabon oder den Bäcker in Turku beeindruckt. Und falls nicht, ist es auch kein Beinbruch. Für sie selbst hat sie sowieso besiegt. Nun zu Portugal. Portugal hat in den vergangenen 2 Jahren mit starken Songs das Finale erreicht und gute Plätze belegt. Jetzt hat die Siegerin des Festivals, La Canção, der portugiesischen Vorentscheidung das nachgemacht. Die 18-jährige Filipa Azevedo, eine zierliche Sängerin mit großer Stimme. Und sie singt Ha Dias Assim, eines schönen Tages, für Portugal, Filipa Azevedo. Dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos. Já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por aí.
esposa assim. A vida escada, quem te me levou, roubou minha alma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Sie kann unglaublich gut singen, Filipa Azevedo, aber sie geht ja beinahe verloren auf dieser riesigen, breiten und hohen Bühne. Aber im heimatlichen Portugiesisch der gesungene Song sicher nicht. Jetzt zu Israel. Die eher mittelmäßigen Platzierungen Israels der letzten Jahre soll in Oslo einen Mann vergessen machen, der zu den bekanntesten und beliebtesten Musikern seines Landes zählt. Der 28-jährige Harel Skaat ist ein fantastischer Sänger in der Tradition des französischen Chansons. Und in Oslo hören wir daher auch ein trauriges und höchst dramatisches Lied über Verlust und enttäuschte Liebe. Ihm bleiben nur noch Worte. Auf Hebräisch Milim. Harel Skaat für Israel. שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני. זגוגית סדוקה ושוב שתיקה, מותשת וזרוקה בדמיוני. האור נרדם, דמעות של דם שרופות לי בגרון. עדית זרותה תקרא שמותה כשאני שר לך את השיר. נשאר לי רק מילים, מקלט בין הצדדים, ספרים מסודרים ובין החדרים. נשארת לי רק מילים, זר של מלולים, אלוהים, נשארת לי רק מילים. קירות שותקים עכשיו, ומה לקחת כשברחת? כן, מה לקחת במלחמה הזאת אולי? נשאר לי כשהלכת. השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארת לי רק מילים. השארת לי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארת לי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארת לי רק מילים. גם לקרח קר כשאני נזכר איך את היום מולו, מוארת בצילו, נשברת בשבילו את המילים
שהשארת לי את עכשיו אומרת לא Der eine kleine Ton schadet auch nichts. Ein toller Sänger. Einfach klassisch, ohne ablenkendes Showtheater. Da wirken nur Gesang oder Musik. Tolle Performances sehen wir hier heute beim Eurovision Song Contest. Da Schweden nicht im Finale ist, kommt der schwedische Beitrag in diesem Jahr aus Dänemark. Dank des fleißigen Hitproduzenten Thomas Gieson, der schon 7 Länder mehr oder weniger erfolgreich mit Grand Prix Songs beglückt hat. Für den dänischen Beitrag hat der Schwede clever und professionell einen Mix aus Police und ABBA angerührt und dem Duo Chenie und Nevergreen auf den Leib geschneidert. Christina Chenie und Thomas Christiansen alias Nevergreen liefern den Job dann auch kompetent ab. Ziel war das Finale. Und jetzt sicherlich die Top 10. Dänemark. For as long as I remember. Chenie und Nevergreen, Opfer der gnadenlosen Windmaschine
Und die dänischen Roxette sind sie. Man kann Hits auch am Reißbrett konstruieren, aber manchmal werden sie dabei allerdings zu Retortenpop. So, und jetzt kommt etwas, was wir nicht geplant hatten. Spanien darf seinen Song nochmal singen. Sie haben es ja gesehen, ein Fan kam auf die Bühne. Das war wohl ein vorbereiteter Bühnenüberfall, kann man ja beinahe sagen. Er reihte sich in die Choreografie ein. Die Polizei wollte ihn oben nicht verhaften und hat ihn erst dann runtergeholt. Der Auftritt von Daniel war natürlich dadurch gestört. Spanien darf deswegen nochmal antreten, jetzt an 26. Stelle. Aber ihre alte Zahl, die Endziffer, bleibt bestehen. Spanien, Daniel Dijes mit der 02. Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, pelo al viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. Son simples que ahora sí me das, que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, decidiste tú quererme y no romperme el corazón, no romperme el corazón. Algo pequeñito, oh, oh. Ende hat er sich so richtig freigesungen und sich den Frust von der Seele gesungen, geschrien. Daniel Dijes, und ich kann es jetzt ja doch noch sagen, ich glaube, Leo Sayer lebt jetzt doch in Spanien und heißt Daniel Dijes. Aber das war dann wirklich der letzte Song für heute. 26 Performances. 25 dürfen Sie wählen, von 01 bis 25. Und das sind die Nummern, nochmal 01371 0300 und die Endziffer Ihres Favoriten 01 bis 25 oder per SMS die Endziffer als Nachricht, dann die 40100. Wählen kein Name, kein Land, nur die Endziffer als Nachricht. So. And if you, like myself, have several favorites, und wenn man viele Favoriten hat, dann kann man mal gucken, wie Erik das macht. Er stellt uns nämlich den Schnelldurchlauf vor. And here's where we need you at home.
To vote, just use your phone. You can vote several times, but you can't vote for your own country. If you like the music, don't forget to buy the official CD. Or maybe rather have the DVD. And how about a ham and cheese pizza while you're watching it? Or maybe you prefer pepperoni? But for now, get some snacks from the kitchen. You only have 15 minutes left to vote. So dress up for the big night. Light some beautiful candles. Get into the party mood. Cheer for your favorite artist. And join our celebration while we watch some clips from all the 25 amazing, beautiful, magical, competing countries brought to you in this competition live from Norway. A wonderful show. Eine tolle Show für die ganze Familie. Erik Solbakken, das Multitalent. Super, und hier ist der Schnelldurchlauf. Popcorn? Mit Popcorn. Can I love you? Cosas simples que ahora sí me das, que te quiero con locura y siempre yo. Because my heart is yours, I'll never leave you. Though we are far apart, I'm by your side. Oh, 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 yeah, let me breathe, let me live. Just run away from my mind. Me and my guitar.
Super Jahrgang ist das, starke Nummern und wirklich sehr, sehr gute Performances. Auch von Lena sind wir äußerst beeindruckt, das war ein toller Auftritt. Und in den letzten Wochen haben auch die Moderatoren die Künstler aus 39 Nationen kennengelernt. Da traf man auf viele Kulturen, viele Sprachen. 39 different cultures and languages meeting in one place. Und beim Empfang des Osloer Bürgermeisters im Rathaus haben sich die drei mit einigen Künstlern in deren Heimatsprache unterhalten. Sehen Sie, was dabei herauskam. Ist der Vestiere der Jäger der Rogon per Cotosonte? Ça va bien, Michael? Ça va très bien, merci. In der Schweiz spricht man vier Sprachen, stimmt das? Ja, das ist richtig. Sarà molto difficile con quattro lingue in un paese. Sì, ha ragione, è difficile. Capisci. Sarete arresto Oslo? Para, 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 para. Da Cina alla Mas, Ulurma, George Bush! Love is singing rock and roll. Love is singing to the sun. Sie sind halt haben die Birche ja leider nicht so gut. Einmal von der. Im Fußball werden, nicht wahr? Wir sind keine Nüsse im Apfelkuchen. Muy bien. Muy bien. Conozco una materia para el pelo que más aquí. Definitivamente un buen acondicionador es esencial. Sí. Toda al Harkud, Kajok, Din, Vals, Norvegi. Hier, ich leihe mit dir. Ja, danke für dich. Valnettur og pistasjonettur get jeg borðað. En ekki jordnettur. Já, ég skil. Já. Lykke til, Anna. Lykke til. Hello, Lykke. Med fat. Good luck. So war die Party, der Empfang beim Osloer Bürgermeister. Und jetzt ist Erik wieder in dem Green Room. Und es wird sicherlich spannend. Es gibt keinen klaren Favoriten. Da sehen wir Lena in der deutschen Ecke. Und sie können nur warten, die Nägel kauen, die Flaggen winken. Und jetzt können Sie immer noch anrufen. Bitte machen Sie es, rufen Sie an und lassen Sie uns einen Sieger finden. Hier nochmal der Kurzdorflauf. Because my heart is yours, I'll never leave you, though we are.
lips until you say my name. Sie noch mal die Chance, alle Titel zu sehen. Sie haben noch wenig Zeit anzurufen oder SMS zu schicken, um mitzubestimmen, wer der Sieger des Eurovision Song Contest wird. Es kann wirklich sehr eng heute werden. Es gibt keinen klaren Favoriten und es ist keine Voraussage möglich. And Celine Dion in 1988 won for Switzerland. Celine Dion gewann zum Beispiel 1988, aber jedenfalls mit einem Punkt vor dem Vereinigten Königreich. Also es können manchmal auch vier gewinnen mit derselben Punktzahl. Es ist wirklich alles schon passiert beim Song Contest. Okay, ready? 10, 9, 8, und das sind die letzten Sekunden des Votings. 4, 3, 2, 1, stop voting. Nun ist die Zeit abgelaufen. Jetzt kann gezählt werden und dann gibt es einen Gewinner. Der Eurovision Song Contest 2010 in Oslo. We have an amazing audience here tonight. And let us show you how amazing they really are. Und hier wollen die beiden zeigen, wie toll das Publikum hier ist. Natürlich sind sie das beste Publikum. Are
überhaupt. Sehen auch noch natürlich am besten aus. Now let me hear you scream as loud as you can. Und können am lautesten schreien. Very good. And now, please be quiet. Fast hat's geklappt. Would you rather dance? Oder wollen die Leute lieber tanzen? Denn jetzt startet der europaweite Eurodance, der Flashmob-Dance. Machen Sie mit im Wohnzimmer, auf Partys, egal wo. Ich verspreche Ihnen, es wird ein Heidenspaß. Bleiben Sie dran, verschieben Sie den Gang in die Küche oder auf die Toilette. Es wird sehr lustig. Und hier zur Musik von Madcon aus Norwegen, der Eurodance. Day and night, today is the day. Tonight is the night. I'ma make you glad. Cause today is the day. Tonight is the night. I'ma lay you down. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. I'ma hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm a part of the jungle. I'ma make you today. Tonight is the night. I'ma feel a bit sad. I'ma make you glad. Cause today is the day. Tonight is the night. I'ma lay you down. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. I'ma hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. Thank you.
Ganz Europa hat getanzt. Haben Sie die Bilder aus Hamburg gesehen, vom Spielbudenplatz oder aus Düsseldorf? Super, eine ganz großartige Idee der norwegischen Macher dieses Song Contest. Und weiter im Programm, denn es wird spannend, der Eurovision Song Contest. Und wir sind im Green Room bei den Künstlern. Welcome back to the Eurovision Song Contest live from Oslo. The votes are being counted as we speak and soon, very soon, we'll have the results. The excitement in this room is indescribable. And here they are, all of tonight's artists. Hier sind die Künstler, die heute wirklich super Leistungen gebracht haben. Die Stimmen werden gezählt, bald haben wir ein Ergebnis. This is Sophia from Georgia and she has starred in different musicals like Sophia aus Georgien, Musicaldarstellerin. Jeva Rivas is representing Armenia. Sie lebt in Russland. Sang für Armenien. When she was 10. And here we have Shanae and Nevergreen from Denmark. Aus Dänemark, Shanae and Nevergreen. A long time, but the Eurovision is their first big job together. Und hier die türkische Band. This is the group Manga representing Turkey. They've released several popular albums and last year they won an MTV Music Award. And this is Alyosha representing Alyosha aus der Ukraine. She opened her own recording studio at the Mit 18 hat sie ihr erstes Aufnahmestudio eröffnet. Donnerwetter. And representing España. Und hier Daniel Dijes aus Spanien. He is an experienced singer and actor. Ein preisgekrönter Musical-Schauspieler und Darsteller aus Spanien, spielt gerade in Mamma Mia.
And this is 3+2. 3+2 aus Weißrussland. Lovely dresses tonight. But after the performance, they won't be remembered for their lovely dresses, but for their beautiful butterfly wings. Man wird sich an ihre Flügel erinnern. So wie bei Erik. Und alle Informationen auf der Website Eurovision TV, aber besonders auch auf der deutschen Website Eurovision.de. Alles Aktuelles, immer von der Redaktion ganz neu eingebracht. Filme, Bilder, Berichte, Blogs. Also Eurovision.de. So, und jetzt fangen wir an mit einem der Hauptpunkte eines Song Contest Abends, der Abstimmung. Denn wir sammeln ja die Stimmen aus ganz Europa. But first of all, let's say hello to the man, the myth, the executive supervisor of the Eurovision Song Contest. His Majesty Svante Stoxelius. Und nun treffen wir aber erst Ihre Majestät, den Supervisor, den Chef des Eurovision Song Contests von der EBU, Svante Stoxelius. Und er wird ja wie im Hollywood-Film inszeniert. Da hat er sich aber ein hübsches Plätzchen ausgesucht. Er ist's nicht. Sie auch nicht. Sie ist die Assistentin. Und das ist Svante Stoxelius, der Mann mit vielen, vielen neuen Ideen, der vieles hier durchgesetzt hat, was besser geworden ist. Die Jurys zum Beispiel. Die Aufteilung der Halbfinals. Und dadurch ist es auch ein klasse Abend geworden. Und man sollte auch erwähnen, bei den Jurys, wer in der deutschen Jury war. Der Präsident, Harpy Kerkeling, Mary Rose, die Grand Prix-Legende, Johannes Oerding, der tolle Sänger und Songschreiber, Jochen Rausch, Senderchef von WDR 1 Live und Hadnet Tesfay, vom RBB und von MTV, eine DJ und eine Moderatorin. 50% machten die Jurys aus und 50% die Anrufe oder SMS. Jedes Country, jedes Land vergibt 12 Punkte, 8, 10, 8, 7 bis zur 1. Chaque pays dispose de 10 notes, 12 points pour le meilleur, 10 points pour le deuxième et de 8 points. Und die ersten 7 Punkte werden schnell vergeben, in einem Schwung, und dann hören wir einzeln immer die 8, die 10 und die 12 Punkte. Los geht's mit Rumänien. Buonasera, hello Oslo, Bucharest is calling. What an amazing show. Well done everybody. And now, let's see the first results of the Romanian vote. Deutschland kriegt 3 Punkte aus Rumänien. Okay, now we have 8 points for Turkey. 8 points pour la Turquie. Aus Rumänien 8 Punkte für die Türkei. Our 10 points go to Moldavia. 10 points pour la Moldavie. And finally, 12 points go to Denmark. Aus Rumänien 12 Punkte für Dänemark. Dort haben Roxette viele Fans. Nein, Shani und Evergreen. And now let's go to Ireland. Good evening, Dublin. Good evening, Oslo. Hello, Oslo. Here are the first 7 results of the Irish vote. And by the way, Nadia, congratulations on a fantastic show. Das sind die ersten 7 Punkte. Großbritannien kriegt 4. The first 7 results from Ireland. Now we move on to our top 3. 8 points goes to Germany. 8 Punkte für Deutschland aus Irland. 10 points goes to Belgium. 10 points pour la Belgique. 10 Punkte für Belgien. And finally 12 points for Denmark. Thank you very much. Und noch mal 12. Nun ist es ja noch früh am Abend.
Es folgen noch 37 Länder. Und hier sehen wir Happy Kerkeling in Hamburg. Danke. God kveld, Oslo. Det var en fantastisk show. Tusen takk, Norge. Thank you for a wonderful show, Norway. 70,000 Eurovision Song Contest fans gathered in Hamburg, and here are the first results of the German vote. Lena, go for gold! Ja, Deutschland kann nicht für Lena abstimmen, aber wir haben Portugal eine Menge Punkte gegeben und nun die 8. Uh-oh, our 8 points. Uh-oh, our 8 points. Go to Greece. 8 Punkte für Griechenland aus Deutschland. 10 points go to Turkey. 10 points pour la Turquie. 10 Punkte in die Türkei. So viele türkische Rockfans in Deutschland. And finally, 12 points go to Belgien. La Belgique. 12 Punkte aus Deutschland für Belgien. Vielen Dank. Eine kleine Rangfolge: Belgien, Dänemark, Türkei. And now it's time for Serbia. Dobro večer. Dobro večer, Nadia. Good evening from Belgrade. And here are the first results of Serbian vote. Nun die Stimmen aus Serbien. Eight points go to Germany. 8 Punkte. Nach Deutschland, aus Serbien. 10 points go to Greece. 10 points pour la Grèce. And finally, our 12 points go to Bosnia-Herzegovina. Das ist jetzt keine so große Überraschung. Die ersten 12 Punkte für Bosnien. Und die Familie zu Hause freut sich. And now it's time for Albania. Mirëmbrëma Shqipëri. Nun nach Albanien. Mirëmbrëma Nadia. Good evening Oslo. Sieni. Sieni means how are you? I'm fine. Good. I'm fine too. So the points from 1 to 7 are shown on screen. And we continue with 8 points for Turkey. 8 points pour la Turquie. 10 points. Go to Germany. Hey, wir kommen auf dem Balkan super an. Lena sollte vielleicht dort touren. 12 points 10 Punkte aus Albanien. Go to Greece. Und 12 Punkte aus Albanien. Thank you. Für Griechenland. And now we are ready for Turkey. İyi akşamlar Türkiye. Die Stimmen aus der Türkei. İyi akşamlar Oslo. Good evening from Ankara. Bonsoir l'Europe. Premièrement, je veux dire que la nuit était parfaite et vous êtes parfait aussi. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, here are the results of the Turkish vote. Das sind die Stimmen 1 bis 7. Okay, now the final 3 votes from Turkey. 8 points go to Bosnia-Herzegovina. 8 points pour la Bosnie-Herzegovina. Die Rockfans aus der Türkei haben gewotet. And then 10 points go to Germany. 10 Punkte aus der Türkei für Deutschland. Mann, macht da Spaß, mal wieder solche Punktzahlen durchzusagen. Finally, das hatte ich lange nicht. 10 points go to Azerbaijan. 12 Punkte für Aserbaidschan aus der Türkei. Zweite sind wir im Moment mit 39 Punkten. Kroatien, das im Halbfinale ausgeschieden ist. Good evening, Oslo. Zagreb is calling. Here are the first results of the Croatian vote. 6 Punkte auch aus Kroatien. And now the rest of it. 8 points go to Serbia.
8 points pour la Serbie. 8 Punkte zu den serbischen Nachbarn. Go to Bosnia and Herzegovina. 10 zu den anderen Nachbarn. And finally, 12 points go to Turkey. Rockfans auf dem Balkan halten zusammen, 12 Punkte, Goodbye. Türkei. Egal wie das Ergebnis wird, Lena hat jetzt schon gewonnen. Das kann man wirklich sagen. And now, let's go to Poland. Dobre wieczor. Die Stimmen aus Polen, ebenfalls im Halbfinale ausgeschieden, am vergangenen Dienstag. Dobre wieczor, Nadia. Gott gefällt Oslo. Good evening, ladies and gentlemen. Here are the voting results from the Polish people, from Poland. Aus Polen, 7 Punkte Let's für Deutschland. Which songs we liked the most. Eight points from Poland go to Azerbaijan. Drip drop bekommt 8 Punkte aus Polen. Ten points for Belgium. 10 points pour la Belgique. 10 Punkte aus Polen für Belgien. And finally, 12 points from Poland for Denmark. Mainstream Pop lebt in Polen. Denmark. Dänemark. Aber im Moment, wer ist da Nummer 1? Da ist der Boss, Stefan Raab. Now, let's go to Bosnia-Herzegowina. Dobro večer. Die Stimmen aus Bosnien-Herzegowina. Good evening, Europe. This is Sarajevo calling. I admit we shared more than one great moments with you tonight. And here's the first results from Bosnia-Herzegowina votes. And now, 8 points go to Germany. Auch von Bosnien 8 Punkte. 10 points go to Turkey. 10 points pour la Turquie. 10 Punkte Türkei. And finally, 12 points go to Ljubice, Serbia. Serbien bekommt 12 Punkte. Das verteilt sich so, dass Deutschland jetzt naja, einen ganz schönen Vorsprung hat. And now let's go to Finland. Hyvä ilta Suomi. Die Stimmen aus Finnland. Kväll, Oslo. Auch am Dienstag ausgeschieden mit ihrem Europe. Duo Kunkus Kajat. And here are the results of the Finnish voting. First, points from 1 to 7. And then, 8 points goes to France. 8 Punkte für Frankreich. 10 points goes to Israel. 10 points pour Israel. Israel 10 Punkte. And finally 12 points goes to Germany. 12 points pour l'Allemagne. Mich tritt ein Pferd. 12 Punkte aus Finnland für Deutschland. Und das geht ja in eine gewisse Richtung. Die Stimmen aus Slowenien. Europe and a warm hello to all the beautiful people in the arena there in Oslo. It has been a week of moments. We're glad you've shared so many with us. And as they say, there's a time for everything. And here they are. The first part of the results of the Slovenian vote, points 1 to 7. Aus Slowenien. Auch Israel ein paar Punkte und jetzt die drei really großen. Waiting, 8 points, despite the haircut, go to Serbia. 8 Punkte trotz des Haarschnitts an Serbien aus Slowenien. And 10 points, I see a G here, is it Ghana? No, it's Germany. 10 Punkte für Deutschland aus Slowenien, das sind jetzt 82. Aber meine Herren, das ist schon ein wichtiger Vorsprung. Dänemark holt ein wenig auf mit 12 Punkten, aber Deutschland 82, Türkei 57. Wow. Das sind 25 Punkte. Die Stimmen aus Estland. Hello Oslo, many greetings from Tallinn. Here are the first results of the Estonian vote.
And now the final ones. 8 points goes to Georgia. 8 Punkte an Georgien. 10 points go to Russia. 10 points pour la Russie. Es ist der Eurovision-Sieger, der hier singt. Ich glaube es nicht. 12 aus Estland, 94 Punkte. Es war aber auch wirklich eine tolle Performance von Lena, das muss man sagen. Da hat sie es richtig rausgelassen und sich super konzentriert. Und nun nach Russland, nach Moskau. Dobry vecher. Hello Oslo. Greeting from Moscow. It's a fantastic show tonight. And now, let me announce the results of the Russian vote. Azerbaijan, 8 points. 8 points pour l'Azerbaïdjan. Ten points go to Georgia. 10 points pour la Géorgie. And finally, 12 points go to Armenia. 12 Punkte an Armenien aus Russland. And now it's time for Portugal. Nun die Stimmen aus Portugal. Boa noite. Hello, Oslo. This is indeed the best event ever. It is a pleasure to be a part of it. And now in der Tat, es ist wirklich einer der allerbesten Grand Prix, nicht nur wegen unseres Ergebnisses, auch wegen der Vielfalt. Ein Punkt aus Portugal. Na gut. 101. And now, 8 points to Greece. 8 Punkte für Griechenland, die holen auch. 10 points to Romania. 10 points pour la Roumanie. Rumänien. And 12 points from Portugal to Spain. Felicidades. 12 points pour l'Espagne. Die Portugiesen verstehen ihre Nachbarn. 12 Punkte für Spanien. Aber es ist doch ein richtig großer Vorsprung für Deutschland. Aber es sind immer noch sehr, sehr viele Votes, die reinkommen, viele Länder, die abstimmen müssen. Also, seien wir vorsichtig. It's Baku calling. We are thrilled to be a part of the fantastic evening. And here are the first results of the Azerbaijani vote. Our 8 points go to Georgia. 8 points pour la Géorgie. Our 10 points go to Ukraine. 10 points pour l'Ukraine. And finally, Azerbaijan gives 12 points to Azerbaijan gives 12 points to Türkei. 12 Punkte aus Aserbaidschan an die Türkei. Keine Punkte aus Aserbaidschan. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber 12 Punkte für die Türken. Jetzt haben 15 Länder abgestimmt. Jetzt Griechenland. Kalispera, chiare Wender, guaften frahelasta, tentilde vakre Norge. Diese Sprachübungen sind immer zu komisch, ne? Dass die Leute alle versuchen, Norwegisch zu sprechen und sie versteht kein Wort. Wunderbar. Die Stimmen aus Griechenland. Hier sind die Punkte von 1 bis 7. Für Frankreich 8 Punkte. Das heißt, unter die Top 8. 10 points go to Albania. 10 Punkte nach Albanien. And 12 points go to Cyprus. Zypern bekommt die Stimmen aus Griechenland. 16 Punkte jetzt für Zypern, ganz hinten Weißrussland mit 2 Punkten.
Next country is Iceland. Goda kveldet Island. Die Stimmenpunkte aus Island. Sie sehen dort, es ist immer noch hell, das da hinten links ist Sonne, nicht ein Vulkan. Here are the first results of the Icelandic vote. Die Punkte 1 bis 7, Deutschland 3 aus Island. And then, our 8 points go to Greece. 8 Punkte für Griechenland. 10 points go to Belgium. 10 Punkte für Belgien, jetzt 76, rückt an die zweite Stelle. And finally, our 12 points go to our friends in Denmark. Die Dänen bekommen 12 Punkte und rücken dann auf den zweiten Platz mit 80 Punkten. Deutschland 27 Punkte davor und Stefan Raab guckt und winkt. Alle sind natürlich unglaublich gespannt. Nun die Punkte aus Dänemark. Die können ja nicht für sich selbst stimmen. Good evening, Oslo. This is Brian Rice calling from Copenhagen. Thank you for all the 12 points. These are the first results of the Danish vote. Das sind nun die ersten Punkte. Norwegen bekommt ein paar Punkte, deswegen der Riesenbeifall. Damit ist Norwegen, naja, immer noch nicht so viel weiter. 8 Punkte an Rumänien aus Dänemark. Our 10 points are for Belgium. 10 Punkte für Belgien, damit auf 86. And finally 12 points from Denmark to our neighbors in Germany. Nach Deutschland 12 Punkte aus Dänemark, super. Klasse, wirklich. Die Connection hat es bisher nie gegeben. Nous sommes maintenant à mi-chemin des votes et nous appelons la France. Bonsoir Paris. Die Stimmen aus Paris. Gukvel Oslo. Tout d'abord, bravo pour ce fabuleux spectacle ce soir. Les résultats sont tombés sur cette 55e cérémonie de l'Eurovision. Voici tout de suite les votes de la France. 3 Punkte aus Frankreich. 7 Punkte für Belgien. Et les 8 points sont attribués au Portugal. 8 Punkte für Portugal. 8 points go to Portugal. Deutschland 122, Belgien 93. 10 points vont à la Serbie. Serbien bekommt 10 Punkte, rückt ein wenig vor. Et enfin les fameux 12 points sont attribués à la Turquie. 12 Punkte an die Türkei. Rockpublikum in Frankreich, 93 Punkte gehen an die zweite Stelle. Das wird noch eng. Let's go to Spain. Buenas noches, Madrid. Nos pueden dar sus votos, por favor. Nun die Stimmen aus Spanien. Claro que sí. Buenas noches. Good kevel, Oslo. Good night to everyone. It's been a perfect show, so congratulations for that. And here we go. These are the results of the Spanish vote. Hier die Punkte 1 bis 7. Und nun. So, 8 points go to Armenia. 8 Punkte an Armenien. 10 points go to Romania. 10 points pour la Roumanie. 10 Punkte an Rumänien. And finally, our 12 points go to Germany. 12 Punkte aus Spanien an Deutschland. 134 Punkte. An zweiter Stelle die Türkei. Das ist schon ein gewaltiger Vorsprung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. 19 müssen noch abstimmen, ihre Stimmen abliefern. Also, so sieht's aus. Deutschland 134. 38 Punkte dahinter die Türkei. Belgien dann, Dänemark, Rumänien. Das ist alles sehr eng dort. Aber das ist ja nun doch
ehrlich gesagt, ein Hammer. 19 more countries are waiting to give their votes, so anything can still happen. Eine kleine Erholungspause zum Durchatmen. Im Green Room sind wir bei Lena. We are halfway through the votes, and here I'm sitting next to the big superstar Lena. You're in the lead. How does it feel? I don't know. It's just like I feel so, I don't know. It's kind of. It's something in there. It's kind of freaking out. What are you thinking of your winning chances right now? It's actually not finished. But being the first now feels incredibly good. And is there anything you want to say to your friends and family in Germany? I want to say to Germany. You can see them there. I heard you, and this is so absolutely great. And I never thought that something like that could ever happen to me. But it's not over yet. No, it's not. Lying second right now, we have Manga from und Turkey. Und hier nun die an zweiter Stelle liegenden like Türken. Right now? Hello, now we are excited. Oh, wir sind auch sehr aufgeregt. So what do you think about your winning chances? I don't know. Who knows? But this year is a really hard competition, I think. We were expecting to be in the top 5. Sie hatten schon gedacht, dass sie in die Top 5 kommen. Yeah. Sehr Nothing selbstbewusst. Is decided yet. Und es war wirklich eine sehr harte Konkurrenz, sagen sie. Da haben sie ja recht. Mann, Lena war ja wirklich überwältigt. Also auch kein Wunder, das ist ja ein unfassbarer Weg, den sie seit Anfang Februar genommen hat. Das muss jetzt festgestellt werden, wer der Gastgeber des nächsten Song Contests ist. Und jetzt sind diejenigen Länder noch nicht angekreuzt, die noch kommen nach Slowakien. Let's take a look at the top three. Na, in die Slowakei natürlich. Man bringt schon die Länder durcheinander. Und die Top 3 sind dran 3 Belgien. An 2 die Türkei. Nur 3 Punkte vor Belgien. Und dann doch ein gehöriger Vorsprung. Deutschland an 1. Well, Germany is in the lead, but 19 countries are waiting to give their votes, so anything can still happen. Bonne chance à tous, good luck everybody, let's go to Slovakia. Good evening. Hey Oslo, vordan gorde. It's great to be the part of the Eurovision Song Contest again. We shared a really wonderful moments with you, but now it's time to announce the results of our vote. 8 points go to Israel. 8 points for Israel. 8 Punkte für Israel. 10 points go to Belgium. 10 points pour la Belgique. 10 Punkte für Belgien, 103. Belgien hat auch die 100 überschritten. And 12 points we dedicate to our friends in Germany. Aus allen Ecken Europas kommen hier die Stimmen an und alle in ziemlich großer Höhe. Das heißt, das ist ein Titel, der gewinnen kann. Er muss wirklich überall ankommen und das ist hier der Fall. Also, es überrascht mich nichts mehr. Jetzt Bulgarien. I just want to say thank you for sharing this wonderful show with all of us. And as a singer myself, I would like to congratulate all the participants for being and singing at that amazing stage. You did a really good job. Now, here are the first results of the Bulgarian vote. Drei Punkte aus Bulgarien für uns. Our 8 points go to Armenia. 8 points pour l'Arménie. Our 10 points go to Turkey. 10 points pour la Turquie. 10 Punkte für die Türkei. 106. And at last, Bulgaria gives its 12 points to Azerbaijan.
Congratulations. 12 points pour l'Azerbaïdjan. Thank you. Zafura bekommt 12 Punkte. Hier ist sie. Die Familien freuen sich auch. Nun die Stimmen aus der Ukraine. Dobry večer, Europe. Good evening, Oslo. This is Irina from Kyiv, the capital of Ukraine. Thank you very much for your great show. And here are the first results of the Ukrainian vote. Deutschland 5 Punkte aus der Ukraine, Georgien 7. 8 points go to. Aber wir bekommen immer Punkte, Turkey. Bis auf eine Ausnahme. 8 Punkte an die Türkei, 114. Our 10 points go to Russia. 10 Punkte an Russland. And finally 12 points go to Azerbaijan. 12 Punkte an Aserbaidschan, an Riptrop. Aber gucken Sie sich mal die ersten vier an. Da ist von alter Eurovision-Herrlichkeit gar nichts mehr, nämlich Deutschland, die Türkei, Rock-Acts, Belgien, Singer-Songwriter, Europop ganz hinten. Good evening, good kveld, Nadja. Hello, Lettland, Riga. Good evening, Oslo. It's Kaja calling from Riga. You know, I still remember my Eurovision experience back in 2005, but you guys did an amazing job tonight. Ja, er war auch mal dabei. In Riga. And you know, Nadja, if only I could, I would give you this terrific flower. Und er ist ja mächtig drauf. As well. Try to catch it? Okay, anyway, here are the first results. Hier die Punkte aus Lettland. Die 1 bis 7. Eine bunte Mischung. I hear some applause. That's good, I guess. Okay, moving on. Russia, 8 points. Russland bekommt 8 Punkte. Moving on. Denmark, 10 points. Dänemark, 10 Punkte. 10 points pour le Danemark. Oui, oui. And finally, 12 points go to Lena. I heart you too. Ich glaub's nicht. Auch aus Lettland. 12 Punkte. Also, genau das ist eingetreten. Auch Stefan Raab nimmt schon die Fahne in den Mund. Es hat überall gefallen. Quer durch Europa. Nun die Stimmen aus Malta. Hello, Oslo. Valletta calling. Here are the first results of the Maltese votes. 4 Punkte aus Malta an Deutschland. And these are the remaining votes. Denmark, 8 points. 8 points pour le Danemark. 10 Punkte für Dänemark und es ist Chiara. Belgium, 10 points. Belgien, 10 Punkte. Die frühere maltesische Sängerin für den Song Contest oder Grand Prix Birmingham and zum Beispiel. 12 points go to Azerbaijan. 12 Punkte aus Malta an Aserbaidschan. 170 für Deutschland, 118 Belgien. Eine Menge. Jetzt die Stimmen aus Oslo selbst. These are the first results of the Norwegian votes. And now our top three. 8 points go to vores gode venner, our good friends in Denmark. 8 Punkte an Dänemark aus Norwegen. 10 points to Romania. 10 points pour la Roumanie. 10 an Rumänien und finally, Norway's 12 points go to the lovely Lena from Germany. 12 points for Allemagne. Auch unglaublich. 12 Punkte aus Norwegen. 12 Mal, pardon, 7 Mal haben wir 12 Punkte erreicht. Unglaublich. 3 Mal die 10. Das ist ein Superschnitt. And now we are ready for Cyprus. Kalispera, Kypros. Nun die Stimmen aus Zypern. International Airport in Cyprus. Gratulere, you're wonderful. And here are the first results of the Cypriot vote. Aus Zypern 4 Punkte. And the rest of the results are
Romania, 8 points. 8 points pour la Roumanie. Rumänien. Azerbaijan, 10 points. 10 points pour l'Azerbaïdjan. And the 12 points go to Greece. Das ist auch kein Wunder. Aber die Punkte verteilen sich ziemlich breit. Insofern haben wir da nichts zu befürchten. Griechenland, 12 Punkte aus Zypern. The next country to give their votes is Lithuania. Sechster Platz für Griechenland. Jetzt die Stimmen aus Litauen. Labas vakaras, Oslo. Good evening, Europe. It's a great pleasure to be with you tonight. The show's great, so congratulations on that. Well done. Now, let's take a look at the first results of Lithuania votes. Here they are. And top three. 8 points go to Spain. 8 points pour l'Espagne. 10 points go to Germany. Auch aus Litauen Punkte, sehr hohe Punkte, 10 Punkte für Deutschland, 196. Es setzt sich fort. And finally, 12 points go to Georgia. Et 12 points pour la Géorgie. Thank you. Also, Deutschland vor Belgien, vor Dänemark, vor der Türkei, vor Rumänien, vor Griechenland, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Frankreich. Hui. And now we are ready for Belarus. Nun die Stimmen aus Weißrussland. Hello, Oslo. Minsk calling. How are you tonight, guys? Alles gut. Bei uns besonders. First of all, I wanted to say thank you very much for a wonderful show. It was absolutely amazing. Yup. Here are the first results of the Belarusian vote. Das sind die ersten 7 Punkte. 8 points go to Israel. 8 Punkte nach Israel. Rücken in die Top 10, pardon, in die Top 13. 10 points. So ist es aufgeteilt. Go to Ukraine. 8 Punkte an die Ukraine und wo die 12 Punkte hingehen, das werden wir sicherlich gleich sehen. Ist keine Überraschung. 12 points go to Russia. 12 Punkte für die alten Freunde aus Russland. Keine Punkte für Deutschland aus Weißrussland. Aber das ist zu verkraften. Die Stimmen aus der Schweiz. Da habe ich ein gutes Gefühl. Hello, Oslo, Bern calling. E complimenti per la magnifica serata. Here are the first results of the Swiss vote. Well, 8 points go to Albania. 8 points pour l'Albanie. 10 points go to Serbia. 10 points pour la Serbie. Albanien und Serbien bekommen die Stimmen. And finally, aus der Schweiz. 12 points go to Germany. 12 Punkte von unseren südlichen Nachbarn der Schweiz. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. 208 Punkte. Wow. Ich glaube, wir werden das Ergebnis schon ein wenig früher haben, bevor die 39 durch sind. Hello everybody there in Oslo. This is Brussels calling. Well, the dice are thrown. Here is the first result of the Belgian vote. And then 8 points go to Iceland. 8 Punkte an Island. Irland liegt auf dem drittletzten Platz, sehe ich gerade. 10 Punkte aus Belgien an Deutschland. And finally 12 points from Belgium go to Greece. Und an Griechenland gehen die 12 Punkte. Deutschland
218, Belgien 135 und 132 die Türkei. Jetzt die Stimmen aus Großbritannien, United Kingdom, das an der vorletzten Stelle liegt. Irland davor. Eine kleine Katastrophe für diese traditionellen Länder des Song Contests. Okay, here are the results of the UK vote. Deutschland 4 Punkte, das überrascht mich ein wenig. Ihr britischer Akzent hat dann doch nicht so gefallen in England. 8 Punkte an Rumänien. 10 points go to Turkey. 10 Punkte an die Türkei. Und Manga erinnern ja auch ein wenig an eine britische Band Muse. And finally, our 12 points go to Griechenland bekommt 12 Punkte aus Großbritannien. The next country to give their vote is the Netherlands. Die Niederlande, die ja mit Sieneke im Halbfinale ausgeschieden sind. Good evening, Oslo. This is the Netherlands calling. Thank you so much for the wonderful show tonight. Now let's find out who has the X Factor in Oslo tonight. Here are the first results of the Dutch vote. Deutschland 4 Punkte aus Holland. Da haben die Rockfans nicht mehr zugeschaut. In Holland läuft übrigens der Song Contest jetzt auf einem Kanal, der eher ein Oldie-Programm macht, also etwas für ältere Leute. Deutliches Zeichen hier, sonst hätten wir garantiert mehr Punkte aus Holland bekommen. Armenien, 12 Punkte aus Holland. Thank you very much. And now it's time for Israel. Erev Tov, Israel, Shalom. Erev Tov, Laila Tov, Europa. Good evening, Oslo. Und nun die Votes aus Israel. Wir rechnen schon stark. Tillosi Yertli Tak for et Glimrende Show, which simply means in English, thank you very much for this wonderful night. We too are privileged to share this moment with you. And now let's see what Israel has decided. Here are the results, the first results of the Israeli vote. Das sind die Punkte 1 bis 7 und nun. And we continue with the top 3. 8 points to Romania. 8 points pour la Roumanie. 8 Punkte an Rumänien. Our 10 points will go to the big mother of Russia. 10 points pour la Russie. Sehr viele Exilrussen in Israel, das spürt man immer wieder. 10 Punkte. Surprise, surprise. 12 points from Israel will go to the apricot stone from Armenia. Und Armenien bekommt 12 Punkte. Thank you from Jerusalem and good night. And now let's go to the former Yugoslav Republic of Macedonia. Good evening. Dobro večer, Oslo. Dobro večer, Evropa. Pozdrav od Makedonija. Good evening, Oslo. Good evening, Europe. Greetings from Macedonia. Wir warten jetzt noch mal kurz diesen Vote ab, aber das Rechenexempel sagt uns, Deutschland ist uneinholbar. Das bedeutet den ersten Sieg für Deutschland nach 1982, im Jahre 2010, nach Nicole. Wow. Jetzt die 8, 10 und 12 aus Mazedonien. 8 Punkte aus Mazedonien und damit ist es so klar wie Kloßbrühe, möchte ich sagen. Lena hat gewonnen. Lena ist die Gewinnerin des Eurovision Song Contest. Eine unglaubliche Geschichte, also die man gar nicht so richtig fassen kann. Wir sind fast sprachlos hier. Man hatte sich ja schon so gefreut, dass diese Castingshow überstanden ist, diese großartige Show, unser Star für Oslo, und dass dann ein solches Ergebnis in Oslo rauskommt, hätte ja noch keiner erwartet. Das nun das Ergebnis. 12 Punkte für Albanien, jetzt die Punkte aus Moldau.
Good evening, Oslo. Unforgettable night tonight. And an amazing atmosphere here. Ich möchte jetzt wissen, was in Hannover los ist, auf dem Tramplatz oder auf der Reeperbahn oder in den anderen deutschen Party-Locations oder Public-Viewing-Locations oder zu Hause. Da freut man sich dann doch wirklich. So the first result, you can see them on your screen. And I'll continue with the top three. So, 8 points from Moldova go to Ukraine. 8 Punkte an die Ukraine aus Moldau. 10 points go to Russia. 10 Punkte an Russland. Das kommt alles in Norwegen nicht so gut an. Our 12 points go to Rumänien. Aber das ist eben die Nachbarschaft oder ganz viele frühere russische Bewohner oder Bürger leben in diesen Ländern. Das ist einfach so, aber das sind die Punkte für Rumänien gewesen, die 12 aus Moldau. Jetzt Georgien, also Deutschland vor der Türkei mit 74 Punkten Vorsprung. Und das ist nicht mehr einholbar. Das ist ganz sonnenklar. Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest. Thank you for a fantastic show. It was really amazing. Congratulations from Georgia. And good luck to jetzt everybody. Wären ein paar Bilder aus dem Green Room mal ganz gut. So, here are the first results of Georgian denn die votes. Sache ist ja eigentlich schon klar, man will natürlich alle Stimmen durchziehen, das ist ja logisch. And now, 8 points go to Azerbaijan. Azerbaijan bekommt 8 Punkte aus. 10 Georgien points. Rückt an die vierte Stelle. 10 points go to Armenien. Armenien bekommt 10 und rückt auch noch mal vor. Dänemark finally, fällt ein wenig zurück. 12 points go to Belarus. Weihnachtliche Musik und Schmetterlinge werden wirklich wohl geschätzt in Georgien. 12 Punkte an Weißrussland. Eine seltsame Entscheidung, aber nun aus Schweden die Punkte vom norwegischen Nachbarn. Anna Burvatar höht nivån lite, men det stannar mellan oss. But here are the first points from Sweden. Nun die Punkte aus Schweden, da sind wir gespannt, weil ich weiß, dass der schwedische Kommentator Kollege Lena sehr sehr gut okay, fand. Okay, now to the more important part. 8 points go to Denmark. 8 Punkte von Schweden an Dänemark. And 10 points go to Romania. 10 Punkte an Rumänien. And 12 points go to. Ooh, I'm nervous. Germany. Das ist dann keine Überraschung mehr. 12 Punkte an Deutschland aus Schweden. Und jetzt wird es auch den Leuten in der Halle hier klar, das ist nicht mehr zu stoppen. Hier Punkte aus Schweden. Hier ein Bild aus Hannover übrigens vom Tramplatz. Das ist ja unglaublich. Und das kommen nun die letzten Votes aus Armenien. Und dann heißt es feiern. Good evening, Europe. Good evening, Norway. Our apricot greetings from Yerevan. Natürlich kriegen wir hier eine Aprikose, auch die Farbe des Kleides. Da haben wir was gelernt. So, nun die Punkte. Dänemark hat Punkte gekriegt, Norwegen. And now, 8 points go to, I like her very much, Ukraine. Die Ukraine, 8 Punkte. Und sie rückt vor auf einen wirklich anständigen 10. Platz. 10 Punkte an Russland. Die 11. sind und Georgien bekommt aus Armenien die 12 Punkte. Trotz Jurys funktioniert die Connection da noch gut, aber offensichtlich sind das auch geschmackliche Vorlieben, die dort herrschen. Aber Deutschland ist Sieger und unser Chef Thomas Schreiber rechts auf dem Stuhl. Und Dänemark wird Vierter. Deutschland, Stefan Raab jubelt. Lena kann es nicht fassen. Deutschland ist Gewinner. Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest 2010 mit 246 Punkten. Ein Riesenglückwunsch, es ist nicht zu fassen. Die Bilder aus Deutschland sind dort eingeblendet, aus Hannover, aus Hamburg.
und es ist wirklich überwältigend. Wir haben gewusst, sie hat einen guten Eindruck hier gemacht, die Bilder aus ihrer Heimatstadt aus Hannover. Einen guten Eindruck gemacht, eine gute Reaktion, tolle Resonanzen bekommen, aber das dann auch in Punkte umzusetzen, das ist das Problem. Und dass das gelungen ist, ist unglaublich. Seit dem 1. Februar, seit dem 2. Februar, seit der ersten Castingshow ist ihre Karriere überhaupt erst in die Richtung gekommen, die sie nun eingeschlagen hat. Hat in Deutschland sehr viele Platten verkauft, Erfolge gehabt. Aber das nun auch umzusetzen auf europäischer Ebene ist unfassbar und hätte nie jemand gedacht. Morgen kurz nach drei kommt Lena übrigens auf dem Flughafen Hannover an. Es gibt ein Sonderprogramm in der ARD und auf Pro7. Da wird man dann erfahren, was dann da vorgesehen ist. Sicherlich in Hannover eine große Feier. Also um 15 Uhr. Kurz nach 15 Uhr kommt sie in Hannover auf dem Flughafen an, ein Sonderprogramm auch in der ARD und in Pro7. Und dann ist die spannende Entscheidung natürlich noch offen. Wo findet der nächste Eurovision Song Contest statt? Ich weiß es nicht. Hier kommen die Gewinner. Hier kommt Lena und die Delegation, ihre Background-Sängerin, auf die Bühne. Ein Wahnsinn. Ja, da ist ja auch wohl jeder überwältigt, selbst der alte, coole Stefan Raab ist da doch mitgenommen, Lena sicherlich jetzt auch, das ist nun wirklich eine Sache, die man doch nicht erwartet hat. Da ist Alexander Rybak. Der alte Shaker. Das ist die Trophäe, die sie gewinnt. Die Glastrophäe, den Eurovision Song Contest Preis. Und Alexander Rybak feiert seine Nachfolgerin. Okay, you have to stop kissing her, Alexander. Lena, congratulations. Any words to describe this moment? It's just... hi! Yeah. I think I'm not strong enough to take this the whole time. Okay, we can help you. Thank you. This is so absolutely awesome, and I feel like just... This is not real. Ja, sie kann es nicht richtig fassen. Natürlich hat sie es noch nicht richtig realisiert. Hier die Bilder aus Hamburg. Lena, the whole of Europe is watching you. Germany, your friends, your fans. Do you have anything you'd like to say to them? No, it's just I'm so happy and so thankful and so grateful, and I never thought that we could do this, so this is so, Sie ist sehr dankbar und sie hätte nie gedacht, dass sie das schaffen könnte. Do I have to sing now? Yeah, you have to. We love you so much. Und sie fragt, ob sie singen muss. Sie muss singen. Das ist immer so. And congratulations to all of you in Germany. Und nochmal das Ergebnis Deutschlands. 246 Punkte, das muss man sich einrahmen. Türkei 170, Rumänien 162, Dänemark 149 und Belgien auf dem 6. Platz, Aserbaidschan auf dem 5. Sprechchöre für Lena. Und das ist die Verabschiedung unserer Gastgeber, die einen großartigen Wettbewerb hier ausgerichtet haben. Da haben wir wirklich eine hohe Messlatte zu erfüllen, zu überspringen im nächsten Jahr 2011. Lena with Satellite is the song that Europe has chosen as its favorite. Jetzt wird es nicht nur in Deutschland ein Hit, sondern in ganz Europa. Übrigens geschrieben dieser Song von Julie Frost, einer Amerikanerin, und John Gordon, einem Dänen. Die haben den Song eigentlich als Ballade gesungen und nur durch ihre Interpretation als Uptempo-Song ist es zu diesem großen Hit gekommen. Das muss man auch mal sehen.
Yes, congratulations to everyone in Germany. Also, feiern Sie gut. Es ist wirklich ein Anlass, den man feiern muss. Und es gab eine wirklich sehr gelungene Zusammenarbeit zwischen der ARD und ProSieben durch unser Star für Oslo. Und nun auch morgen Sendungen auf in der ARD und auf ProSieben. Die Ankunft Lena kurz nach 3 in Hannover. Alles weitere, die Details, die man ja nicht so planen konnte, werden wir dann morgen erfahren. Satellite Lena, der Sieger des Eurovision Song Contests 2010. Peter Orban sagt Tschüss aus Oslo mit Lena. Ciao. Just the other day, you're crazy. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich quatsch einfach noch mal ein bisschen.